Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem LS19 Ravenport vom Hof der Familie Chaos. Natürlich mit meinem Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Und Schatz? Ja? Möchtest du den Leuten mal kurz erzählen, was wir jetzt gerade hinter uns haben, bevor wir diese Folge endlich mal aufnehmen können? Oh Gott, du meinst, das Martyrium mit Drescher funktioniert nicht, dein Lenkrad funktioniert nicht und zieh mal aus dem Spiel raus? Mhm. Das darfst du mal erzählen. Also, gestern für euch, heute für uns, weil wir heute aufnehmen, hat Giant Software den Patch 1.1.1.0 rausgebracht. In diesem Patch ist Giants wohl der Überzeugung, dass man die Zentrierfederung bei einem Lenkrad, wenn sie schon nicht richtig funktioniert, einfach ganz abschalten kann. Das heißt, ich kann jetzt hier mit meinem Lenkrad drehen ohne Widerstand. Nachdem ich jetzt 2 Jahre lang mit dem Widerstand gefahren bin, fahre ich jetzt komplett ohne. Lässt sich auch nicht mehr einstellen. Trotz Lenkrad neu connecten, trotz Umstellungen machen, geht nicht. Danke, Giants. Und dann musste ich auch noch sämtliche meiner Funktionen neu belegen. Ich konnte in den Drescher nicht in die Innenansicht wechseln, in dem anderen Schlepper schon. Bei einem Drescher nicht. Das Ganze ist auch nochmal richtig super. Macht natürlich richtig Spaß. Und ja, meine Dead Zone besteht jetzt wieder auf 14%, habe ich gerade festgestellt. Die habe ich natürlich vorher nicht überprüft. Das heißt, ich lenke jetzt ungefähr halb zur Seite auf 14% halt. Also 14 Uhr. Super. I love it. Wenn wir etwas nicht in den Griff kriegen, schalten wir es komplett ab. Ist geil. Macht Spaß. Dann lieber so lassen wie vorher, weil die Leute haben sich ja schon damit zurechtgefunden, wie es funktioniert. Egal. Whatever. Kann man nun mal nicht ändern, ne? Schatz. Mhm. Sag mal, wir haben doch gestern in der Folge, wenn ich mich recht entsinne, den Leuten etwas angeteasert, ne? Mhm. Wollen wir da vielleicht so Richtung Ende der Folge später mal drauf eingehen? Ich denke ja, da können wir das gerne nochmal erwähnen. Ich denke, das ist ja auch wichtig, dass es jeder mitkriegt, worum es geht dann. Ja, ja. Aber, Schatz. Ja. Entschuldigung, es tut mir leid. Nerv ich dich? Ja. Möchtest du den Leuten vielleicht sagen, was heute Abend ist? Du meinst heute Abend, Freitag 20 Uhr? Ja. 20 Uhr startet unser Freitag-Livestream. Wir sind hier auf der Karte. Auf Ravenport haben noch einen Gast dazu. Das können wir ja auch schon mal sagen. Genau. Und es startet eine Verlosung. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Zwei Keys fürs LS19 werden verlost. Das solltet ihr unbedingt dabei sein. Genau. Und von wem es verlost wird, das darfst du noch sagen. Genau, das Ganze wird nämlich... Oder wir haben die Keys von der LS Mod Company bekommen, die beiden. Die sind aber zur Verfügung gestellt worden von Planet Keys. Die werden dann auch irgendwo hier im Bild verlinkt sein. Da werde ich einen Banner mit einblenden und Planet Keys wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung damit verlinken, damit das auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ich persönlich bin kein Partner von Planet Keys. Ich habe es von der LS Mod Company zur Verfügung gestellt bekommen. Die wiederum sind Partner von Planet Keys. Deswegen werde ich einen Banner mit einblenden, damit das Ganze auch seine Richtigkeit hat. Und der Gast, der dabei sein wird, den kennt ihr. Also, zumindest die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Und könnt ihr gespannt sein. Achso, bevor es aufkommt, nein, es ist nicht Basti. Nur bevor es aufkommt. Wo wir jetzt sagen, die alten Bekannten und dann, ne? Schatz, du kennst ja die Leute, ne? Nachher sind sie enttäuscht, weil es nicht der ist, den sie erwarten. Obwohl wir gar nicht gesagt haben, wer es ist. Wir können ja schon mal sagen, dass derjenige schon mal da war. Ja, ja. Ne? Deswegen sage ich, alter Bekannter ist wieder so, kann man wieder falsch verstehen, ne? Nein, er war schon mal dabei und ist eben heute nochmal mit dabei. Aber wichtig halt, dass es jeder weiß, es gibt diese zwei Keys. Genau. So verlosen wie, das müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Ich hoffe halt, dass jemand, der wirklich sagt, er kann es sich überhaupt nicht leisten, er wird aber unheimlich gern spielen, dass derjenige das dann bekommt. Es wäre fairerweise nett, wenn auch nur die mitmachen, die es wirklich brauchen. Ja. Na, und nicht jemand, der es eh schon hat und sagt, oh ja, vielleicht kann ich es noch verschenken oder behalten. Es gibt genügend, die es wirklich nicht haben und warten. Richtig. Ich meine, überprüfen können wir es natürlich nicht, ob ihr es schon habt oder nicht.
Nein, da müssen wir aber auch einfach auf Fairness hoffen. Genau. Das Ganze, das können wir auch nochmal sagen, das Ganze werden Steam-Keys sein, das sind zwei Stück. Ne, die könnt ihr dann einfach bei Steam eingeben und kriegt es dann quasi. Ne, da gibt es dann noch eine Anleitung. Das Ganze ist dann, bevor es auch aufkommt, bevor dann im Stream, ich werde es da auch nochmal sagen, aber bevor da die Frage aufkommt, wenn ihr gewinnt, müsst ihr mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse werde ich dann mit in den Chat packen, sodass ihr auch wisst, wo es hingeht. Aber ihr müsst mir eine E-Mail schreiben, anders kommt ihr an den Key nicht ran. Zur allerletzten Not, wenn jemand wirklich überhaupt nicht klarkommt mit E-Mail, kann man das Ganze noch über ein TS machen, zur allerletzten Not. Aber ihr müsst eine aktuelle E-Mail-Adresse haben und ihr müsst mir dann eine E-Mail schreiben, dass ich euch die Keys zuschicken kann. Damit das auch alles nachvollziehbar ist und nachvollziehbar bleibt, wo die Keys hingegangen sind, wer sie gekriegt hat, etc. Ganz wichtig. Aber das kriegen wir hin. Machen wir uns noch mal Gedanken. Vielleicht gibt es da noch eine rechtlich bessere Möglichkeit, aber ich denke mal, so werden wir es machen. Es ist meine erste Verlosung, unsere erste Verlosung. Mein Schatz hat gestern ja schon angetriggert, dass es vielleicht ein paar mehr geben könnte in Zukunft. Also, es gibt ja jemand, der hat schon länger die Idee gehabt, muss ich mal dazu sagen. Kenne ich auch. Meine Managerin. Kennst du die? Ja, meine Managerin, die hast du auch kennengelernt. Voll die nette Frau. Total, ich finde, die hat manchmal ganz gute Ideen. Ja, dafür liebe ich sie auch. Ist halt meine Managerin. Nicht umsonst, ne? Ja. Wir müssen mal gucken. Also, ne, wie gesagt, bevor wir an dieser Stelle, sei noch mal eine Sache angemerkt. Dass wir zwei Keys vom LS19 bekommen haben, das ist schön. Das freut uns, das macht uns glücklich, das gefällt uns, dass wir euch die weitergeben können. Es wird jetzt aber nicht deswegen gleich nächste Woche wieder eine Verlosung geben, ne? Also bevor ihr dann jetzt sagt, so nächste Woche, wo kommen wir denn zur Verlosung? Nein. Wenn eine Verlosung, dann werden wir es rechtzeitig sagen. Aber es wird jetzt nicht jede Woche irgendetwas zu gewinnen geben oder zu verlosen geben oder sonst was. Das wird nicht passieren. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber noch nicht. Genau. So. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Also, ich bin übrigens etwas über die Hälfte voll, mein Schatz. Also, du hast noch Zeit, du hast noch Pause. Okay. Ich denke mal, es ist heute auch mal ganz gut, oder? Mal Pause zu haben. Ein bisschen die Sonne genießen. Ja, ich habe heute schon so viel gemacht. Das hast du wirklich, mein Schatz. Und wir beide. Ajo. Abiselle, ne? Sag mal, Schatz. Kennst du die YouTuberin Dorothea77? Ja, flüchtig, flüchtig. Dessen Kanal immer unten in der Videobeschreibung unter Darsteller verlinkt ist. Aha, was ist mit der? Na, die hat vor 2 Tagen hat die doch wieder ein neues Haus rausgebracht. Echt? Hat sie wieder gebaut? Ja. Mal rüberschauen. Voll die coole Skihütte. Wow. Ja, habe ich bei Instagram auch in meiner Story verlinkt. Cool. Meinst du, die Leute sollten da auch mal reinschauen? Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, dem es gefällt. Ja. Oder auch ein paar Anregungen hat. Auf jeden Fall, ne? Also, immer. Ist ja langweilig auf deinem Drescher. Wie kommst du da drauf? Weiß ich. Nur so eine Ahnung. Wirke ich so mit einem 4,3 Meter Schneidwerk auf einem gefühlt 30 Millionen Hektar Feld? Etwas. Etwas? Okay. Nö, noch geht's. Also mich ärgert eigentlich vielmehr diese Sache mit dem Lenkrad. Die ärgert mich gerade wirklich. Also, das ist ärgerlich. Weil das habe ich in den Vorgänger-LS-Teilen auch noch nicht so gehabt. Es gab zwar schon immer Probleme mit den Lenkrädern am Anfang, aber dass sie eine Funktion komplett abgeschaltet haben mit einem Patch, also weiß ich nicht, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Dass man so etwas wie die gängigen Lenkräder nicht im Vorfeld testet. Mhm.
Ja? Weil ich habe ja schon mal gesagt, und versteht mich da bitte nicht falsch, das ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau für die Leute, die ein Lenkrad haben. Aber es ist schon ärgerlich, wenn das Lenkrad im alten Teil funktioniert und im neuen noch nicht mal irgendwelche großartigen Funktionsänderungen dazugekommen sind und es dann einfach nicht richtig von Anfang an funktioniert. Das ist eigentlich schon ziemlich schlecht. Wenn man sich mal überlegt, wie lange man eigentlich Zeit hat, sowas im Vorfeld zu testen. Nämlich sobald die Engine von dem neuen Spiel steht, kann man mit einem Lenkrad schon testen. Ja. Sobald das alles eingebunden ist. Und das finde ich dann, das finde ich schade. Und auch ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, die mit Lenkrad spielen. Und das sind, ich möchte behaupten, das sind in der LS-Community 50%. 50% der Spieler, die den LS spielen, möchte ich jetzt mal grob behaupten, fährt mit Lenkrad. Und ich bin jetzt mal ganz, ganz stumpf und werde euch mal da oben in der Ecke, da geht jetzt ein Fenster auf, mit einer Umfrage. Und zwar eine Umfrage, fährst du mit Lenkrad ja oder nein? Das würde mich mal interessieren. Mal gucken, ob ich meine Behauptung, meine Theorie vielleicht ein bisschen stützen kann. Also wie gesagt, da oben in der Ecke geht jetzt die Umfrage auf. Und da bin ich mal gespannt auf eure Meinung dazu. Oder, ja, eure Meinung ist richtig. Ich muss gerade überlegen, habe ich das richtig ausgedrückt? Ja. Das würde mich mal interessieren, oder Schatz? Das interessiert uns mal. Ja. Ich hatte gerade was im Mund, entschuldige. Hast du den zweiten Dextro gegessen? Ja. Ja. Ich esse gerade Dextro. So, ich fahre jetzt, ich drehe jetzt einmal um, ich komme jetzt zu dir zurück. Alles klar? Und dann theoretisch, also wenn du fahren möchtest, dann fahr jetzt los. Ansonsten wartest da und ich komme dann zu dir selber rüber gefahren. Bei wie viel bist du denn? Ich bin bei, ja, 75%, etwas über 75, vielleicht bei 80 ungefähr. Dann dauert es ja nur ein wenig, bis du hier bist. Ajo. Ich denke mal, es war von uns auch eine gute Entscheidung, den Anhänger zu nehmen, den wir da jetzt dran haben. Mhm. Ach so. Für euch vielleicht nur als kleine Info. Gestern gab es ja noch zusätzlich zu dem Update des Farming Simulators an sich, gab es ja gestern auch noch das Update von dem Drescher hier. Ich weiß gar nicht, was sie dran gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht nachgelesen, ich habe einfach nur die Aktualisierung gedrückt. Und es gab den Ursus Ballenwickler, den es im 17er schon gab. Der kam gestern auf dem Mottab raus. Und der International, also der Case IHC 1455 XL kam meines Wissens nach auch raus gestern. Also ein paar Sachen im Mod habe ich jetzt noch an Schleppern und Fahrzeugen. Wenn ihr euch dafür interessiert, einfach mal im Modhub nachschauen. Genauso wie ihr auch sehr, sehr gerne im Forum der LS Mod Company mal vorbeischauen könnt. Oder bei Forbidden Mods, ist ja egal wo. Aber ich würde euch das Forum empfehlen. Da ist nämlich definitiv der Originallink drin. Und da gibt es von Bonecrusher, gab es da gestern eine kleine Überarbeitung des mittelgroßen Case International, also des ersten, des, lass mich lügen, 72 irgendwas Pro. Von dem gab es auch ein Update. Da hat er ein bisschen was gebastelt, ein bisschen Reifenkonfiguration, ein bisschen Farbe. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Genauso wie es da für alle, die Felsbrunn spielen, das habe ich in dem Felsbrunn-Video gestern Abend schon gehabt, gab es ein sehr schönes Farmsilo, was sich auf jeden Fall auch lohnt, da mal reinzuschauen. So. Der Drescher leert sich. Da, 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 da. Da, 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 da. Ui, wie viel ist eigentlich dein Anhänger? Na, ich schau gerade 3/4. Also voll kriegst du im letzten Moment, glaube ich, nicht. Ja, das ist aber gut. Weil so oft wollen wir ja nicht zum Händler fahren zum Verkaufen. Soll ich noch warten? Das Viertel ist noch frei. Ja, warte mal. Wir gehen ja jetzt gleich sowieso mal kurz auf unseren Hof. Wir müssen euch da nämlich noch was zeigen.
Ne? Mhm. Nö, 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 nö. Da gibt's nämlich noch jemanden. Oder etwas. Ach so. Jemanden oder etwas. Man weiß es nicht. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Den oder das. Achso, wir werden übrigens... Den oder das. Wir haben ja im gestrigen Video, haben wir ja diese Secret-Ort da gefunden oder Geheimort oder was auch immer das sein soll. Wir werden unsere Augen nach sowas offen halten. Ne? Also wir gehen jetzt nicht die Karte explizit ab und suchen diese Orte. Ja, man muss ja dazu sagen, dass du ja noch einen gefunden hast. Was du ja wirklich zur Genüge getestet hast. Habe ich? Gestern, ja. Im Tobi-Style und ich denke, irgendwann müssen wir das auch mal zeigen. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, meinst du das? Ja. So, ich fahre jetzt noch mal kurz diese Bahn zu Ende, Schatz. Mhm. Und dann springen wir mal zum Hof. Du könntest, wenn du magst, schon mal in den Schlepper auf dem Hof, dass du schon mal am Hof bist. Mit dem jetzt? Nee, mit dem Springen. Spring, nein! Was? Spring nicht. Doch, in dem Falle drück die Tab-Taste. Ich bin doch noch so jung. Ja. Weil ich fahre jetzt noch, ich sehe das Ende der Bahn, dann lasse ich den Drescher nicht mal kurz stehen. Das machen wir hier gleich nochmal so fertig, denke ich mal, ne? Gleich morgen. Ach nee, wir haben ja morgen Stream von hier, da können wir das eben fertig machen. Siehst du wohl. Aber hier haben wir noch genug Arbeit. Da kann vielleicht unser Gast morgen hier ein bisschen Drescher fahren. Mhm. Wir haben ja noch am Hof das eine Feld. Das müssen wir auch noch, können wir auch noch weiter bearbeiten. So, das passt schon. So. Zack. Ich komme mal zu dir. Mhm. So. Oh, da ist er. Nein, du siehst uns nicht. Du warst nicht schnell. Er war nicht schnell genug. Wie heißt er? Wo ist er denn? Da ist er. Oh, er packt durchs Haus. Guck mal hier, ich hab Futter reingepackt. Ja, komm. Ja, fein. Wie hieß er noch? Felix. Genau. Ja, Felix, ja, fein. Ja, fein. Noch mehr? Oh, fein bist du. Fein bist du. Gut. Ja, fein. Ja, fein. Komm, lass dich streicheln. Ja, fein. Du das noch mal? Fein mit ihr. Ah. Ganz ja feiner. Ganz ja feiner. Ganz ja feiner. Er läuft zwar ein bisschen schräg, aber ganz ja feiner. Ganz ja feiner. Ich finde aber, im Gegensatz zu den Menschen, ist der gut animiert. Das stimmt. Oh ja, ganz ja feiner. Ja, komm, ganz ja feiner. Ganz ja feiner. Okay. Und zurück. Na, der folgt dir gut. Du hast einen gut erzogen. Ey, das ist unser Hof- und Wachhund. Aber, liebe Lüd, mit diesen Bildern von Felix und meinem Schatz wollen wir uns für heute auch verabschieden. Das soll es für heute gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.